bekannt dafür, dass du schnelle Finger hast. Oh ja. VW Beetle komplett auf Leichtbau hier am Stand von Sydney. Viele kritisieren ja irgendwie die Farbe, aber ich mag die Farbe eigentlich sehr gerne auf dem Auto. Ich finde das schon geil, ich finde vor allem die Farbe geil. Die LBB-Umbauten finde ich richtig geil. Ja, ist schon geil gemacht. Schon krass. Also ich finde es geil, aber ich selber habe gesagt, ich würde es selber nicht machen. Schönes Auto. Aber würde ich persönlich nicht machen, wenn ich einen Porsche hätte. Abgesehen davon, dass ich jetzt nicht so der Porsche-Typ bin, aber das würde ich nicht machen. Ja? Ja, du bist ja so Porsche-Man, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja, eigentlich schon. Aber ich finde Breitbau richtig geil. Was? 1200? Mich? Digga, mit diesem riesen Lader. Was ist für ein Lader? Was ist für ein Lader? Ein Corrado auf Breitbau. Entschuldigung, auf Breitbau. Junge, mit Rehung. Ist nicht so meins. Ja, und nochmal geil. Rückleuchten sind nicht so meins, aber der Rest ist übelst meins. Und nochmal. Richtig cool. Vor allem, dass er einen kleinen Tankdeckel gewählt hat, finde ich auch nochmal richtig cool. Schönes Fahrzeug, sehr, sehr schönes Fahrzeug. Junge, Alter, das ist meine Kardanwelle. Halleluja. Lift-Kit drin. Guck dir mal diese fetten Spacer an. Nein! Digga, wir haben es gleich gesehen, dass ich gesehen hätte. Ja, natürlich. Ich wollte nur noch hin. Komplett Fox-Damper hier. Richtig geil. Oh, jetzt stolper ich hier fast. Und natürlich das Original-Auto von Ken Block. Natürlich absolutes Highlight. Also für mich auf jeden Fall absolutes Highlight der Messe. Habe ich die Jahre vorher jedes Mal vermisst, dass das mal gezeigt wird. Gut. Richtig geiles Ding. Absolut luxuriös. Absolut luxuriös. Mach einfach die Türen auf und zu. Ja, man, aber richtig heftige Mans. So. Die machen einfach die Türen von den Karren auf, gucken sich alles an. So. Heftig, ja. Also. Würde ich jetzt nicht so machen. Na gut. Sehr schick gemacht. Absolut geil. Hier natürlich der Stand von Bilstein. Ist richtig schick gemacht. Der 30, der da hinten im Container steht. Meinst du jetzt ein Fahrwerk drin? Fahrwerk. Noch eins, damit du es wieder ein Jahr liegen lassen kannst. Nein, das muss doch in die Limo. Ah, ja, ja. Stimmt. Die sind geil, Bruder. Diese Dachzelte. Unnormal geil. Nochmal geil. Das ist schon echt geil. Schön auf Nissan Navara spannen. Aber so will ich das Auto nicht hinstellen, darin schlafen wollen. Was hast du gerade gekauft? 190. Ich habe gar nichts gegönnt. Das ist alles. Ich habe mir nichts gekauft. Sag doch jetzt einfach, was du gekauft hast. Strapso BH. Strapso BH von Spark. Man muss ich 4 Punkte. Ich war vor 2 Jahren hier, hab's mir nicht gekauft. Warum hast du nicht das OMP genommen? Ich finde das OMP viel geiler. Nee, Sparko. Sparko ist Sparko. Das beides ist ein komplettes Fahrwerk. Komm, wir gucken mal an der Sitze. Ja, die hat er in seinem M3. Für Strecke, oder was? Mhm. Ich glaube, das war der. Richtig schickes Ding. Das Ding ist, wenn das Ding im Straßenverkehr fährst, kannst du gar nicht mehr umgucken. Nee. Dinger. Schulterblick, was ist das? Auf jeden Fall Stand von Sandler, sehr, sehr geil. Der Dennis hat sich gerade ein geschlüsseltes Lenkrad von Sparko gegönnt. Extrem schönes Lenkrad, auf jeden Fall. Neid ich ihn drum. Aber kostet halt auch seinen Preis. Ne? Aber dafür halt Messepreis gekriegt, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und Mike konnte sich gerade schon für
das Bildschirm B16 Fahrwerk, was er eventuell für seinen Drifter nehmen möchte. Deswegen erkundigt er sich jetzt hier mal nach dem Messpreis, was man da noch machen kann. Was ich natürlich extrem geil finde, extrem. Natürlich hier die Gurte. 214 auf jeden Fall ein richtig guter Kurs, aber wenn ich sowas auf der Strecke fahren würde, dann würde ich definitiv Takata wählen. Einfach für mich der Hang zu dieser japanischen Marke oder zu diesem japanischen Flair ist einfach viel zu groß, als dass ich dann auf, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob Sandler ist. War das Sandler? Sabbelt. Sabbelt müsste eine deutsche Firma sein. Ich weiß nicht, irgendwie dieser Flair einfach von diesem japanischen ist einfach viel zu geil, als dass ich da wegen dem Preis rummotzen könnte. Noch. Hier die Sparkus. Das hat jetzt gerade der Dennis gekauft, allerdings mit 95 mm Schüsselung. Das ist natürlich auch ein extrem schönes Lenkrad. Extrem schönes Lenkrad. Hast du mit Marken genommen? Nee. Cobra, was ist das für eine Marke? Da hinten. Ein bisschen Cobra. Ford Shelby. Ja. Aber das sind eigentlich alles Eigenbauten. Die haben auch. Da ist was also jede Cobra hat verschiedene Motor. 330 Spitze. Ja, Mann. Ich bin mit meinem E36 260 gefahren. Das war's wert. Da hat ihr aber auch ein bisschen Panik. Ja, mein 270 im 3,2 Liter M3 war mir auch ein bisschen bange. Ja, echt? Ja, Mann. Guck mal. War schon cool. Gefällt mir sehr gut. Lexus gefällt mir sehr gut. Was? Lexus? Lexus. Die Marke. Die Lexus? Die alten Lexus und die neuen Lexus. Die fahren mir alle gut. Das ist super. Traum oder Traum? Traum oder Traum? Traum. Traum. Das Original sieht aber schon ein bisschen lustig, oder? Ja, leider ja. Automatik weg hier. Ist sogar ein Linkslenker. Lexus ist geil. Ist es auch. Wie ich schon gesagt habe, die alten gefallen mir gut, die neuen gefallen mir gut, gefallen mir alle gut. Der RCF, ich würde ihn eher holen als 2E92M3 Safe sogar. Ja? Ja, na, RCF ist schwierig, wäre eine schwierige Teil. Aber schneid das jetzt bitte nicht. Doch. Nicht, dass mich Tobi schlägt. Ey, der Karton ist aber kaputt. Ich glaube deswegen auch 190. Ich glaube, du solltest lieber umtauschen gehen. Rudi. Das ist 2JZ, GE, 2JZ, GTE. Ah, danke dir. Ja, aber meinst du, das ist eine? Nein, genau. Das ist kein Turbo. No Boost. Ja, das ist doch ein Ladeluftkühler, oder? Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Echt? Ja. Richtig schick hier. Ich muss sagen, man sitzt echt geil hier drin. Hammer. Sehr sympathisch, die Jungs von Lackers. Nee, das sind Mädels. Mike durfte sich mal reinsetzen. Wir haben hier ein bisschen gefilmt und wollten direkt, dass wir denen das Video schicken. Werden wir auf jeden Fall mal machen. Grüße nochmal, gehen nochmal raus an euch. Auf jeden Fall machen wir. Freut mich, dass ihr euch freut. Und uns so herzlich empfangen habt und uns alles gezeigt habt. So, und jetzt wollen wir nochmal hier zum Super. Ich will wissen, ob da ein Turbo drin ist oder nicht, weil das ist ein Linkslenker, Automatik und komplett original. Digga, hast du schon mal einen Super gesehen mit so einem kleinen Rohr? Hätte ich immer im Leben noch alle drin. Klär dir. Oh mein Gott. Oh, Kaiserschnitt. Schön verhalten. Vor 50 Jahren, da hätte auch deine Müller werden. Da sah die aber, glaube ich, ein bisschen anders aus. Junge, ich. Ja, aber da wäre die auch schon 30, da wäre die auch schon 30 gewesen. Ey, guck mal hier. Da kannst du dich zum Affen machen. Komm, mach mal mit. Dennis, sowas kannst du doch mal gut. Sich zum Affen machen, oder? Was machen die denn? Verdoppeln alles. Die sind also wirklich Gold wert. Ich dachte, die sind weiß. Guck mal, jetzt mach mal zu. Ich schub sie mal rein. So. Wer möchte spielen? Hier. Devin, hier, komm her. Komm. Ja. Ich würde sagen, der Kameramann geht rein. Ja, genau. Ja, aber nur wenn du mitkommst. Ja, okay, dann komm ich. Wir sind zu dritt, oder? 93. Aber wie soll ich filmen? Komm, ich geh auch rein. Ja, Ehrenmann. Also, Berlin. Jetzt geh mal da. Mach da. Du kannst es nicht anbekommen.
Sehr, sehr gut hier von der rechten Flanke. Das war mega stark. Du hast zwar zwei weiße, das heißt aber nicht, dass wir mal vier welche. Das ist schon mal weiß. Nee, das war gut. Was sagen Sie zu dieser tollen Top-Leistung? Warte, das war aber wenn dann richtig. Devin, was sagen Sie zu dieser Top-Leistung? Kann ich schon erwarten halt, ne? Ja, bist du bekannt dafür, dass du schnelle Finger hast? Oh ja. Okay, ja. Ey, was habt ihr denn jetzt verstanden? Okay, pass auf, seid ihr um 17 Uhr noch da? 68, ne? Ja, dann sehen wir uns um 17 Uhr hier. Finale, es geht um Beatskopfhörer, okay? Er kann heute Beatskopfhörer Solo 3 abräumen. Okay, danke. Check Hammer. This out. Seven. Wir haben ein Gewinnspiel von diesem Hashtag da vorne. Yeah. Toyo Games 2018. Ja, ein Diff, aber kein Schwerdiff. Mach kann auch seins zu schweifen. Kann auch echt seins zu braten. Wer denn? Du! Ich? So ein bisschen assi, warum reden Sie über mich? So, wie fühlen Sie sich nach diesem glorreichen Sieg? Sie haben das 18. Punkte rasiert. Ja, du hast auch nochmal rasiert. Jetzt aufhören zu arbeiten. Aufhören zu arbeiten? Toll, Teil, fange ich jetzt an. Ja, Mann. Rudi! Ist das ein GTS? Nee, ein CRT. Das ist irgendwie Turbo Special. CRT, das ist auf jeden Fall heftig, was bei Toyo Tires am Stand abging. Devin hat ja mal übelst rasiert. Richtig geil. Also. Ah, das ist eine Limo. Richtig, richtig witzig, ey. Richtig 94. Witzig. Was ist das auch? Du hast den Tagesrekord gehabt, ne? Ja. Mit 68. Und genau. Du warst 18 über dem. Musst du dann nochmal spielen oder wie läuft das? Ja, ich weiß es doch selber nicht. Ist, guck mal hier, das Auto von Dagobert Duck. Das ist doch Dagobert Duck sein Auto, ne? Junge. Das ist halt einfach brutal geil. Alter, Michel, guck dir. Geil aus, die Karre, ne? Das ist Pornografie auf einem Fleck. Das ist statische Pornografie. Ich schwör's dir. Autos brauchen sie nicht mehr bewegen, man kriegt einen Ständer. Ja, wirklich. Nein, der steht. Nein! 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 Dieses Auto ist so geil! Nein, der steht nicht wirklich hier! Junge, der steht nicht wirklich hier! Geil! Junge, geil! Geil, 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 geil! Geil, geil, geil! Boah, ich freue mich gerade unnormal. Junge, dieses Auto ist einfach unnormal geil. Da ist so viel Custom an dem Auto. Boah, die Sitze sind brutal. Das ganze Auto ist brutal, das ist alles umgebaut. Das Lenkgestänge ist umgebaut. Alles ist umgebaut. Guck mal den Käfig an, der geht hinten durch die Scheibe durch. Junge, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen länger bleiben. Wir. Also hier, Halle 1A. Richtig geil. Michel, so verbreitert oder so? Also so Standard runter und dann halt unten die Kante breiter machen. Was ist so geiler? So, das hier ist ja relativ schmale, ne? Ja. Das Ding ist, ich möchte eigentlich nicht so hart breiter haben. Geil. E46 M3 Cabrio mit Styling 32 Custom, komplett hochglanzverdichtet. Richtig, richtig, richtig geil. Absolut geil. Vorne komplett versenkt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Absolut geil. Junge, 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 Junge. Hier von qualitativ. Auch auf dem Racism habe ich den schon gesehen. Schade, dass ich da noch nicht so aktiv YouTube gemacht habe. Das, aber nächstes Jahr seht ihr auf jeden Fall auch viel davon. Da werden wir auch vor Ort sein und da werden wir auf jeden Fall sehr, sehr viel für euch filmen und sehr, sehr viel für euch machen. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch drauf freuen, das wird brutal, also wirklich. Das ist auch die Creme de la Creme, aber hier in der Halle ist natürlich auch schon mega. Ne? Also was hier steht, ist kaum in Worte zu fassen. Ne? Kannst es echt. Jesus. Alter. Der ist Stoff. Ja. Der ist richtig toll. Ach, das ist der M50. So das ist der M50-Umbau. Ja, wo wollte ich sagen, der M50 Non-Bahn was. Boah! Oh, nee.
Das wäre nämlich auch das Auto, was ich auf Luft setzen würde von Benz. W124 Kombi. W124 Kombi. Das Auto ist geil. Das Auto ist totgeil. Porno. Unnormal Porno. Das sieht meiner in FR Legends aus. Ja, Mann. Shoutout an Holy Hall auf jeden Fall. Sehr geil, was die hier gebaut haben, wieder mal. Workforce XX. Echt? Ja, schon jetzt habe ich jetzt schon häufiger gesehen, die Felgen. Na, guck mal, wie schmal das Innenbett einfach mal ist im Vergleich zum Außenbett. Das ist so krank. Toyota Sora auf jeden Fall absolutes Traumauto von mir. Total aus. Obwohl ja viele den hier sehr hässlich finden. Wir sind jetzt hier bei Tofu Garage, worauf ich mich ja sehr gefreut habe. Der Klassiker. Das ist der Klassiker. Wie geil bitte ist dieses Auto. Ist das schön. Ist das schön. S15. Oh, sind das schöne Autos. Moin Dom, Kollege ist gerade hier, du warst ja hier, hast ein paar Sitze abgeholt die Tage. Ja, wenn die Messe vorbei ist, mach ich mich wieder an dein Auto und dann gucke ich, dass die Kiste bald fertig wird. Sehr geil. Ja. Auf jeden Fall Tofu Garage, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich habe eben schon hier mit deinem Kollegen gequatscht. Mhm. Ihr wart ja vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal hier, sehr klein. Und habt euch auf jeden Fall extremst entwickelt. Ne? Also ich hab das immer ein bisschen größer. Ja, krass. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt so und ich war echt sehr, sehr erstaunt. Und ich finde das gut, was ihr macht, habe ich eben schon gesagt, weil dieses ganze Asia-Tuning geht hier so in Deutschland viel auch so noch in die deutsche Richtung. So. Das ist noch viel so ein bisschen auf Deutsch gehalten. Und dieses ist halt viel auch von der Legalität her so ein bisschen, glaube ich, das Problem. Ne? Das Problem nicht. Ich meine, wir machen ja die Sachen mit Gutachten, genau. Machen das Ganze auch legal. Es gibt halt viele, die sich nicht allzu viel trauen. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Ne? Einfach machen. Ne? Genau. Ja. Also möglich ist sehr vieles. Ja. Zum Beispiel GT86 mit V8, das ist inzwischen möglich. Es ist halt alles eine Frage, wer nimmt das Geld in die Hand und macht ein Gutachten. Ne? Richtig, das ist nämlich das Ding. Ist halt das Problem. Ja, bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf die S13, da werden wir auf unserem Channel auf jeden Fall noch ein paar von machen. Ja, wird von uns auch noch ein bisschen was zu kommen zum Umbau. Bin ich gespannt. War der Messe ein bisschen eng, sage ich jetzt mal. Ne? Da war ein bisschen, sage ich jetzt mal, musste sich auch konzentrieren auf die Autos, die dann auf der Messe stehen. Ja, ist klar. Da wird noch einiges. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Viel Erfolg noch. Auch so. Ich werde euch weiter gespannt verfolgen. Junge, das ist so ein geiles Ding. Ich finde den noch am geilsten. Ich finde den S15 ja mittlerweile unnormal schick, ne? Das originale Auto aus Zurück in die Zukunft. Das berühmte Auto. Erkennst du das, Brudi? Das ist LS, Bruder. LS. Sehr schönes Auto. Stand hier von BBM Motorsport, der E46 M3, der auf LS umgebaut wurde. Auch ein richtig schickes Fahrzeug, könnte man kennen. Richtig geil, Jungs. Das heißt, hast du so viel Gras dabei, 75 Gramm, sagen wir mal so als Zahl. Auch deswegen ist das ja legal. Ja, also wir haben... Sehe ich auch. Mit dem Alter bin ich raus. Achso, so ist das also. Also, wie war die Messe? Ich fand's geil. Leider haben wir nicht alles gesehen. Richtig geil, ja, muss ich schon sagen. Aber Leute, gibt kein Props. Ja, war echt chillig. Was denn? Wie war's? War gut. Also ich fand's ganz, ganz geil. Da muss ich schon mal sagen. Wir müssen aber standesamtlich nach Holland. Ey, David! Ich fand's ganz gut. So, das war soweit von uns, von der Essen Motor Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat's auf jeden Fall gefallen, wie ihr gemerkt habt. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Abonnieren, kommentieren, liken, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf.